Ja, das ist ja auch so. Wir sind ja jetzt hier in dem Mountain Reef. Da haben wir auch sehr lecker gegessen. Ist ja wirklich super. Also ist ja wirklich super, super, super empfehlenswert hier, wenn man hier ist. Wirklich unbedingt hier im Mountain Reef. Und Anna und Adriana haben ja noch von ihrer spannenden Zugfahrt berichtet. Nämlich, also ich habe damals halt auch, was heißt damals, letzte Woche, auch überlegt, was mache ich, nehme ich im Bus oder nehme ich den Zug, und in dem Reisebüro, die hatte mir halt empfohlen, ja, Zug ist mit vielen Stops und so weiter, ist eigentlich nicht so empfehlenswert, aber jetzt haben wir mal die echte Geschichte dahinter, was nämlich wirklich diese Zugfahrt bedeutet, aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, dann erzählt ihr doch mal. Also ja. Es fing eigentlich ganz gut an, weil in es Bangkok. Ist nämlich total einfach, dieses Zugticket zu bekommen. Man muss vom Bahnhof ein bisschen aufpassen, da sind Schlepper vom sogenannten Touristinformationen. Den darf man nicht glauben. Einfach reinmarschieren und ein Ticket kaufen. Genau. Und das funktioniert ganz wunderbar. Der Bahnhof ist super, du findest deinen Zug. Es ist auch immer ein Kombi-Ticket. Man hat direkt Fähre, Busse, alles mit drin. Man kommt tatsächlich auf den Inseln an. Wie bei Lombraya, da sind wir ja auch mit dem Bus, ist ja auch mit Fähre und Co. Genau. Also der Anfang war prima. Genau. Man kann auch super essen vor Hua Lamphong, wenn man vom Bahnhof wegguckt, quasi schräg links. Super Restaurant mit Free Wi-Fi. Wie heißt das? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit Solo. Ja. Das zweite von rechts. Super viele Backpacker. Okay, gut. Das Partei schmeckt krass. Wird man auf jeden Fall finden. Okay. Ja. Okay. Ja, und dann ging der. Dann steigt man ein. Wichtiger Tipp: dringend vorher auf Toilette gehen. Also nicht im Zug. Nicht im Zug. Ach, das ist ein Loch. Ein eisernes Loch auf die Schienen. Ja. Das möchte man nicht. Ja, okay. So, wir hatten zweite Klasse Sitzen, keine Aircon. Fehler. Erster Fehler. Erster Fehler, immer mit Aircon. Das gestaltet sich dann nämlich so, dass es irgendwann dunkel im Nachtzug. Das Licht bleibt aber leider an und die Fenster bleiben unten. Das heißt, wir saßen in einem Schwarm von Insekten. Es war ein bisschen wie im Zoo, nur nicht als Besucher. Das war ein bisschen schwierig. Es war auch sehr unbequem. Es dauerte sehr lange. Ja, es hat gestunken. Viele Stops. Ja. Es wurde ja auch immer angesagt. Es war super laut. Ne? Ja, genau. Es wurde immer angesagt. Das Licht ist permanent an. Es ist super laut, weil man die Schienen, dadurch, dass die Fenster offen sind, die ganze Zeit hört. Zwischendurch hält der Zug, weil dann kommt irgendwie ein Zug entgegen, dann muss man anhalten, dann fährt man wieder an. Also es ist ein richtiges Abenteuer. Und nach gefühlt 8 Stunden hat man den ersten Koller. Nach 9 Stunden möchte man irgendjemanden umbringen. Und ihr seid 12, glaube ich. Nach 12 Stunden findet man sich selber widerlich und alle anderen auch. Kullert man aus dem Zug raus. Naja. Und dann weitere noch mit dem Bus. Und dann noch die Fähre, ne? Genau, und dann noch die Fähre. Man hat immer lange Wartezeiten. Man findet alles relativ schnell, also die schleusen einen da komplett direkt durch, das ist gar kein Problem, aber die Fahrt ist halt einfach so nötig. Man kann viel günstiger fliegen, kostet 20 Euro auf Bangkok. Ja, stimmt, ihr seid jetzt Suratani, Bangkok. Genau, Suratani Airport nach Bangkok kostet 20 Euro. 20 Euro. Also genauso viel wie der Zug. Unglaublich, genauso teuer wie die Zugfahrt ist der Flug. Oh mein Gott. Bangkokbooking.de oder com. Ja. Booking.com. Also ja, irgendwie sowas. Bangkok Booking. Zurück wieder entspannt. Okay. Ja, und jetzt, ihr wart jetzt schon an einigen Stellen in Thailand. Was hat euch besonders hier gefallen? Was fandet ihr besonders toll, besonders gut? Besonders ich liebe schön? Das Essen. Ich wollte auch den ganzen Tag essen. Das Essen. Aber man wird aber auch verleidet, weil die ja auch alle immer essen. Oh, Kokoswasser aus der Kokosnuss trinken. Das ist mein absolutes kulinarisches Highlight. Ja. Okay. Ja. Noch irgendwas? Koh Samui, Koh Tao, was ist besser? Für den Strandurlaub definitiv Koh Samui, zum Schnorcheln Koh Tao. Okay. Aber auf die Korallen aufpassen. Ja. Ja, wir haben uns leider ja alle total die Beine kaputt gemacht. Und es ist ja nicht nur Beine kaputt machen, das eine sind die Schrammen von den Korallen und dazwischen gepaart mit den Mückenstichen. Ja. Also man ist halt und komplett rot. Ach, Fischen, ja, in den Bauchnabel. Ja, stimmt. Sogar ohne Brot. Unglaublich. Ja, ja, sieht so aus wie ein Wurstende. Ja, so. Ja, dann vielen Dank für eure Tipps. Es wird bestimmt vielen weiterhelfen. Ich hoffe, das nicht an. Hat nicht mit dem Zug ohne Aircon. Also der Bus ist ja dagegen super empfehlenswert. Ne? Also wenn man das so hört, dann ist ja wirklich der Bus das Highlight überhaupt gewesen.
So, und wir sitzen ja eigentlich da drüben, ich weiß nicht, ob man das sieht, also super launchig mit diesen kleinen Matten, aber da sind auch eben ganz viele Kakerlaken rumgelaufen. Ja. Aber das gehört hier halt auch einfach dazu, wir sind hier draußen, wir sind in Thailand, das ist einfach, ne, was soll man sein. Aber auf jeden Fall super chillig und da werden wir jetzt auch wieder rüber wandern, weil wir haben uns nur hierher gesetzt, weil ja hier das Licht ist und die Kamera ja mal wieder nicht funktioniert, die andere, deswegen mit dem Handy. Aber gut, so, in diesem Sinne, schönen Abend! Tschüss!